Kann ich jetzt mal losgehen? Das dauert mir immer viel zu lange. So, Old Rind Farm, das Thompson-Haus. Okay, wo haben wir den Ersten? Wir gehen immer hier hinterher, der kennt sich bestimmt aus. Stimmt überhaupt nicht, aber wir gehen trotzdem mal. Ja, mach die Taschenlampe an, Digga. Halt die Glocke an, ich weiß, wo der Typ auf jeden Fall erstmal nicht guckt. Hier im Haus, hier geht es nämlich ganz hoch. Und da ist, glaube ich, A, eine Kiste und B, gibt es hier einen Generator. Das wissen aber viele nicht. Und dass es hier eine Kiste gibt, wissen auch viele nicht. Wenn ich denn die Kiste finden würde. Ich glaube, hier hinten. Okay, hier ist der Generator, aber hier ist auch irgendwo eine Kiste, ich schwöre das. Da. Ha, siehste? Hab ich gesagt, habe ich. Hab ich gesagt, ey. Och, so ein Koffer wäre jetzt cool. Die Taschenlampe, Alter, die kannst du behalten, aber hätte ich lieber mein Medikit. Er hat die Glocke an. Aber den Generator hier oben kriegt man eigentlich immer gut. Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Der sucht hier oben nach mir. Der guckt sich recht geduldig. What the fuck, fuck the what? Das war richtig knapp. I like! Er macht sein Glück hier wieder an. Ja, hier ist ein Generator, ich höre. Och, jetzt muss ich kommen, Mann! Dummbolzen. Dumpfbacke. Okay, dann holen wir uns den. Warte, hier ist eine Kiste im Keller. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich ein Werkzeug kriege, aber... Es sind die kleinen Dinge! Danke fürs Follow! Ey, das muss man doch irgendwie beeinflussen können, dass da nicht nur diese scheiß verfickten Taschenlampen kommen. Sorry für die Ausdrücke, aber diese Taschenlampen nerven sowas von... Gehen wir voll auf den Zeiger. So, jetzt ganz ruhig, den holen wir. Einen kriegt er. Zweimal Great Skill Check, ja. Mach das mal nach. Alter. Und nochmal. Und nochmal! Komm, das wird perfekt. Nein, doch! War perfekt, habt ihr gesehen?
Great Skill Check, Scheiß. Dreimal, fünfmal, achtmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall oft. Wisst ihr, wo der Typ ist? Wo die anderen vor allem rumkrauchen. Vor allem die Verletzte, die könnte ich dann perfekt heilen jetzt. Mit meinem Sunny-Köpfchen. Boah, der hat Skills, der Junge. Boah, war das knapp. Keine holen, hol ich halt die Generatoren. Okay, geil, das schon. Brauchen wir nur noch einen. Ist ja auch geklopft. Was, du hast mich gerade gekillt? Wer hat wen gekillt? Da haben wir einen. Jetzt aber schnell weg hier. Noch ein Generator. Das wird eine easy Runde. Die haben wir gewonnen. Ich hätte das nicht sagen sollen. Also vielleicht doch, aber... Es sind die kleinen Dinge. Danke fürs Follow. Einen schönen Tag noch. Lauf, Schlampe! Er kommt, er kommt, kommt! Hoffentlich hast du den blauen Fleck am Schienbein. Scheiß Geist. Fuck, das erinnert mich. Danke, ich kann gerade nicht lesen. Und wieder, ich gucke, da ist wieder ein Euro-Bonus. Und es hat Boom gemacht! Danke. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock! Kaboom! Oh, der ist genau hinter mir. Hier rüber! Ich muss hier weg. Ich habe abgehangen. Ich konnte es wieder nicht lesen, es tut mir leid. Schreibt es nochmal bitte in die, du weißt. Guck mal, da ist ein Ding, kann ich heilen? Komm her! Ah, du bist ja gar nicht zum Heilen. Danke auf jeden Fall. Ja, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Auf jeden Fall die Dinger kaputt. Ein Herz für Taschenlampen. Ich hasse Taschenlampen. Ach komm, jetzt ein so ein scheiß verfickter Generator. Da ist so ein Rabe auf der Erde. Den dürfen wir nicht wegscheuchen. Wo ist der verletzte Typ eigentlich? Man merkt, dass deine Community echt wichtig ist und ich freue mich darauf, in den nächsten Videostreams dabei zu sein. Vielen Dank, mein Codex. Vielen Dank. Ist auch so. Ist mir wirklich wichtig. Sage ich auch offen und ehrlich. Und ich, mich freut es natürlich, dass die größte Ehre, dass man, also da merke ich, dass ich es richtig mache, dass man auch merkt, dass mir das wichtig ist. Okay, wenn er hier in das Herz kam und hier ist also das Klopfen, Herzrasen, aber er jetzt hier wieder weg ist. Ja, ich kann dich heilen. Oh, warum betätigst du das denn? Machen das ganz einfach. Der verfolgt dein Edi. Dann hocke ich mich hier in die Ecke. Was? Schnecken lecken? Ach, ist schon raus. Haha. Haha.
Ich wollte ihn noch heilen, Mann. Das hätte Punkte gegeben, Opfer. Na ja, komm, wir gehen. Survived. Auf jeden Fall danke nochmal, Codex. Danke. 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 So, was haben wir gekriegt am Punkt, ey? Was haben wir? 16.000? Nee, 16.000 habe ich jetzt. Aber trotzdem 16.000. Check ich die, warum habe ich französische Züge? Stecke ich die jetzt in den Typen? Weil der sieht doch aus wie so ein, aber was ist denn eigentlich mit ihm hier? Zeig mal mit dir. Geheimkiste. Mattes Reagenzglas. Ach, Lupus ist auch da. Hallo, Lupus. Hab ich gar nicht mitbekommen. Was ist das? Du arbeitest am besten, wenn du unter extremem Stress stehst. Da haben die sogar gar nicht so unrecht. Die Erfolgszone des Fähigkeitschecks für Reparaturen, Heilung und Sabotage erhöht sich um 10%, wenn du verletzt bist. Immer die mit ihm verletzt. Ich werde nicht verletzt. Der hat halt auch nur Kacke, ja? Ich möchte dieses Scheiß... Diese scheiß Werkzeugkiste, Leute. Einmal eine Werkzeugkiste. Guck mal hier, wieder Überraschungspaket. Oh, seltene Opfergabe. Wohlriechende. Ich hab grad. Ihr wisst gar nicht, was ich gerade gelesen habe. Primelblüten. Was sind das? Was ist das? Was? Gewährt 75%, Alter. Selbstlosigkeit. Das heißt, wenn ich Leute nicht rette und einfach wieder umdrehe, dann bekomme ich 75% mehr Bonus. Wie geil ist das denn? Ist zwar echt makaber, aber wie geil ist das denn? Wie ich lese, darf ich spoilern? Darf ich spoilern? Ich glaube, Kingdom wurde gerade platt gemacht. Mit Blume. Das hast du gesagt. Okay, so, weiter geht's. Guck mal, wir haben noch 10.000 Punkte. Bei der hier finde ich schon wieder ein paar coolere Sachen, aber die hat auch wieder diesen blöden Erste-Hilfe-Koffer. Es ist unvorstellbar, jemanden zurückzulassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich krieg 50% mehr, wenn ich jemandem helfe, und ich krieg 75% mehr, wenn ich ihm nicht helfe. Dinge. Einen schönen Tag noch! Vielen Dank, Chaos Hemi, fürs Followen, aber das macht für mich trotzdem keinen Sinn. Unvorstellbar, ihn zurückzulassen. Wer jetzt 50% mehr für Aktionen selbstlosig. So, vielleicht ist das auch, wenn ich ihm helfe. Was? Vielen Dank! Hallo, Queen! Vielen Dank, dass du vorbeischaust. So, aber das macht trotzdem... Heißt das, wenn ich die befreie, dass ich das dann kriege? Weil das wäre dann schon cool. Komm, dann machen wir das. Dann spielen wir die alte mal, die habe ich noch nie gespielt. 5.000 haben wir noch. Und jetzt bin ich gespannt. 75% Blutpunkte in der Selbstlosigkeitskategorie. Selbstlosigkeit, heißt es jetzt, ich muss die retten oder heißt es, ich muss die nicht retten? Kann mir das jemand kurz erklären? Schnell! Und mit dem zusammen würde das nochmal 50% bedeuten. Das wäre ja übertrieben. Das wäre ja Punktesammler hoch 10, das machen wir auch. Da muss ich nur warten, dass die am Haken hängen und die dann auch kriegen. Und hier können wir noch unsere blöden Arztkoffer auswählen, die ich überhaupt nicht möchte. Na komm, machen wir die alte mal. Ich habe alte gesagt. Bam, 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 bam. Jetzt tritt einer Lobby bei, warten. Okay, dann warten wir mal. Aber für mich heißt selbstlos, die nicht zu helfen. Also ja, macht schon Sinn jetzt, wenn ihr das so... Also ja, aber... Aber ist, wenn man selbstlos ist, gibt man dann nicht, scheißt man dann nicht auf andere? Oder habe ich da jetzt, verwechselt da was?
Aber das ist ja überkrass. 50% und 75%. Das macht meiner Meinung nach, lass mich überlegen, 125%. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann kriegst du ja pro Runde hier, wenn du denen halt die ganze Zeit hilfst, voll die Punkte oder so. Aber wir machen mal jetzt... Ich bin in der Lobby. Guck mal, das hasse ich. Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Tritt einer Lobby bei. Misslungen. Was sonst? Also dieses Suchsystem ist echt kacke. Ah, cool. Du hast das geteilt, Queen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Oh, ich muss auch fertig drücken. Go. Jetzt drücken die mal alle nicht. Oh, schon sind sie weg. Bei Arg Fragezeichen geht es gerade ab. Und ich bin nicht dabei. Das ist schon ein bisschen schade, aber... Das Spiel ist auch echt gut. Queen, du musst mich mal sehen, wenn ich Mörder spiele. Ja. Damit das ist, da gehe ich ab, du. Ich schrei mir alle lauter Kacke. Nerdy. Wie, was passiert? Achso, nee, ich will euch ja nicht spoilern. Braucht ihr ja die Bienenfolgen nicht mehr gucken. So, das Ding ist, dass ich jetzt hier endlich mal eine Lobby finden will. Das dauert mir immer viel zu lange. Das geht mir auf den Senkel. Sure, ey. Alter, aber 50 Mann ist schon heftig. Wer hat jetzt das Artefakt? Werde ich mal fragen. Hey, das dauert mir echt zu lange. Sorry, Alter. Geh weg hier. Tschüss. Hab keine Lust hier. Verarsch mich doch. Jetzt habe ich schon Bock, nochmal Mörder zu spielen. Komm. Das dauert genauso lange wie normal. Alter, die haben das echt geschafft, 50 Leute zu fallen. Alter. Respekt. Sei ein Killer. Ah, da gehe ich wieder auf in meiner Rolle. Lobby erstellen. Und dann gucken wir mal. Ja, der war nicht schlecht. Da habe ich aber noch... Ich habe eine Opfergabe. Hätte ich halt schneller dahin geschickt. Mit 2000 Punkten komme ich nicht weit. Aber ich hätte lieber eigentlich den Bärenjäger. Gewährt 25. Verfolgungskategorie. Gewährt. Hinterhältigkeitsdingens. Und Opfer. Ja, natürlich Opfer nehmen wir. Und Addons. Addons haben wir Handschuh. Verringert leicht die Einstellzeit. Ja. Ich muss immer wieder neu einstellen? Was ist das für ein Quark? Okay. Was schreibt er so? Ist klar, wenn alle Tribes auf einen Tribe gehen. Finde ich super. Fairness hoch 10. Aber, ja. Bei den Basen, die da mittlerweile stehen, ist das kein Wunder. Und ich krieg keinen Überlebenden. Das nervt mich wirklich so ein bisschen, dass es immer so lange dauert. Aber dann gucke ich halt zu euch in den Chat. So, da, zack, zack. Ziehen wir den Chat mal hier rüber. Hey, mal eine Frage. Mein Item-Menü habe ich in Vantage und so weiter. Was nochmal? Hey, mal eine Frage. In meinem Item-Menü habe ich Bandagen und so weiter. Ich kann sie aber nicht auswählen. Ist das ein Bug oder brauche ich dazu noch zusätzliche Punkte, um zu verwenden zu können? Du hast Bandagen. Ah ja, warte, das kann ich dir zeigen.
An einem einfachen Beispiel. Ah, das muss ich aber eigentlich machen, wenn ich. Warte, wir gehen mal schnell wieder ins Spiel. Also nicht welche. Ich guck mal auf fertig. Es sind die kleinen Dinge. Flo, vielen Dank fürs Follow. und zwar, das Ding ist, du hast als Addons. Du hast als Addons die Bandage und so weiter. Ich kann mir schon zusammenreimen, wofür du die brauchst. Ich kann dir das eigentlich leider nicht an Überleben zeigen. Du hast aber als Addon die Bandagen. Und um die zu benutzen, brauchst du aber als, wo ich hier die Bärenfalle hatte, den Arztkoffer. Das harmoniert so, das ist so ein Zusatzding. Addon ist ja so, immer so ein Zusatzding. Also du kannst zum Beispiel, genau, ich krieg Opferkategorie, du kriegst sozusagen, kannst es nur ausrüsten, wenn du den Koffer hast, also den Arztkoffer. So, das dürfte deine Frage beantworten. Genauso wie zum Beispiel, ich habe eine übelste Glühbirne, die blendet den Mörder total. Und die kann ich aber nur benutzen, wenn ich logischerweise den. Ach, ich bin ja jetzt Mörder. Die kann ich nur benutzen, wenn ich logischerweise die Taschenlampe habe. So. Wir sind Mörder und wir mördern los. Ist ja Mörder. So. Erstmal haben wir hier eine schöne Falle hin. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Das gibt's noch nicht im Netz. Ich sollte echt langsam solche Tutorials machen oder so ein Quark. Ich nehme immer so viele Generatoren, ist ja eklig. Nee, die Taschenlampe, die rüstest du ja nur aus. Als Startgegenstand. Ich glaube nicht, dass das. Hab ich dich einmal, mein Freund. Und jetzt läufst du hier rein und dann krieg ich dich das zweite Mal, mein Freund. Ich liebe dieses Spiel. Ich bin der Mörder. Ich komm raus und spiel mit mir. Nee, lass mich in Ruhe. Warte, wir gehen zu denen hier hinten. Dann habe ich nämlich den ja noch. Ja, und nein. Und lass mich, bitte. Aber ist nicht. Ich liebe dieses Geräusch. Ich liebe es. Ja. Das ist schon echt krass, was man bei dem Spiel für Vorlieben entwickelt. Ich muss ihn jetzt halt bekämpfen. Warte mal, ich hab aber Bock. Ihm wird nicht geholfen. Doch! Hahaha! Jetzt habe ich die. Und da hinten war noch ein Haken. Okay, der Typ wird schon gut zerfleischt. Geil, zwei mit einmal, Alter. Und die habe ich noch nicht mal erwischt. Also die hängt jetzt am Haken und ist noch voll Leben. Bam! Blutrot, blutrot! Alle tot, alle tot! Okay, warte mal, die ist noch jung und knackig. Ich glaube eher, dass die sich befreien könnte. Oder dass sie befreit wird. Deswegen hauen wir hier die Falle hin. Das ist ein Trick von mir, den verrate ich euch jetzt mal. Habe ich eigentlich seine Frage beantwortet? Okay, der da hinten ist tot. Dieses scheiß Flugzeuggeräusch. Ich hasse dieses Flugzeug. Ja, er hat schon mit Space zu tun. Okay, da ist er weg. Geil, schon zwei. Ey, ich bin als Mörder. Müsst ihr mal zugeben, jetzt schreibt mein Chat, ja, dass ich als Mörder voll der Shit bin. Eigenlob stinkt, ja, aber als Mörder bin ich schon echt der Shit. Direkt vor mir, Alter? Was ist denn Scheiße? Mal, wie er wegrennt. Lauf, kleines Schweinchen, lauf! komm raus und spiel mit mir. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Palim, palim. Palim, palim. Palim. Ah. Ich krieg dich.
Ich hab dich nicht. Ich hab dich. Du bist als Mörder voll der Oh nein, ich hab keinen Haken. Doch da. Aber das ist ein bisschen weit weg. Schaff ich das? Das ist überweit weg. Der wiegelt sich bestimmt los. Obwohl, das schaffe ich. Komm, so schnell kann er nicht wiggeln. So schnell kann er seine Finger nicht tippen. Komm, wiggle, wiggle. Du Mörderchen, was heißt Mörderchen? Das hört sich so voll niedlich an. Stirb, halt, bleib hängen da. Also, es wird echt eine gute Runde. Ich bräuchte noch eine Falle, aber es ist doch, da ist eine in der Nähe. Aber wenn ich da jetzt hingehe und der sich. Okay, er kann nicht mehr rein. Kann nur noch gerettet werden. So. Ey, ich liebe diese Mörderkacke, ey. Ohne Witz. Die spiele ich doch echt lieber als. Sag ich, sind lustiger hinzustellen, der wird eh nicht gerettet. Aber die spiele ich noch lieber als. Ach, der ist eh tot. Als Überlebender, weil ganz einfach. Ja. Okay, da ist er weg. Weil ganz einfach mir das mehr Spaß macht. Weiß nicht, ob das so ein Fetisch von mir ist. Aber es fetzt auf jeden Fall. So, jetzt muss ich den letzten finden. Da ist er. Das hätte er nicht machen sollen. Da ist er, ich sehe. Er läuft mir noch. Er läuft mir genau vor die Linse. Warum? Kacke, weg ist er. Hey, ist er nicht. Oh, ich bin so gut, Alter. Alter, das ist so eine voll Eigenlob-Runde gerade. Ich soll den halt... Das wäre halt cool. Dieses Ritual sagt, ich soll den mit meinen eigenen Händen töten. Aber wie kann ich den denn bitte mit meinen eigenen Händen töten? Das geht doch gar nicht. Dem hilft ja jetzt auch keiner mehr auf. Also das ist ja eigentlich total... Wir müssen den eigentlich aufhängen. Warte mal, wo haben wir denn noch einen Galgen? Der vor mir war kaputt. Doch, wenn ich ihn aufhebe und dann wieder loslasse, dann ist er wieder frei. Ja, dann mache ich das am besten irgendwo am Rand. Weil... In der letzten Ecke... Das ist ein Deal, Alter. So, und dann sehe ich schön, wo er hinrennt. Und die sehen ja eh bluten und so. Boah, ich hätte den an der Falle. Ich hätte ihn runterlassen sollen, wo eine Falle ist. Was ist widerlich? Ich hatte eine Runde. 1, 2, der Clown kommt vorbei. 3, 4, er steht vor Bastis Tür. Kann er sich mal befreien? Der wiggelt gar nicht. Ich hatte doch jetzt was mit dir vor. Jetzt wiggel oder verlass das Spiel. Jetzt wiggelt er. Pass auf, wir machen das anders. Das ist jetzt mein Opfer, mit dem spiele ich jetzt. Das ist mein Spielzeug. Komm zu Daddy. Der kriegt ja da hinten in der Ecke rum. Das Ding ist, der kann nicht mehr aufstehen. Ach, jetzt kann ich auf einmal keine zwei Fallen aufheben. Warum habe ich denn... War das ein Zusatz? War das die Ecke? Ich hoff's. Alter, wie weit ist der schon? Wie weit ist denn er schon gerannt? Gekrochen? Mit Essen spielt man nicht. Oh nein. Ach, jetzt kann ich den echt nicht mehr. Oh nein, kann ich den jetzt nicht mehr aufheben? Es sind die kleinen Dinge. Vielen Dank fürs Followen. Einen schönen Tag noch. So, Digga, jetzt heb ich dich auf. Und jetzt wiggle dich doch mal frei, Alter. Das ist ja eklig. Ja. Weil er kann auch noch zur Luke, da muss ich echt aufpassen. Ja, wiggle bitte. Danke.
Ja, jetzt ist er frei. Jetzt dürfte er wieder laufen. Ja, er läuft wieder. Aber kriegt er dadurch überhaupt was abgezogen? Das Ding ist halt, ich habe als Ritual, dass ich mit dem Typen eigenhändig killen soll. Aber wie soll ich den eigenhändig killen, wenn das jemand von euch weiß? Dann sagt mir das mal bitte, weil ich weiß nicht, wie ich das Ritual schaffen soll. Aber ich glaube, ich ziehe überhaupt keine Energie, wenn ich jedes Mal eine verbrate. Und in die Falle. Guck mal, wie er zappelt, Alter. Hier. Guck mal, ich kann noch. Kann ich noch da raushelfen? Guck mal, ich krieg da sogar noch Punkte, Alter. Ja. Nee, der stirbt nicht, wenn ich den die ganze Zeit behand. Ja, aber ich will ja nicht, dass er aus der Map buggt. Weil wenn ich den jetzt aus der Map buggen lasse, dann ja, geht die Runde ewig, weil ich nicht an ihn rankomme. Ich meine, er kann auch nicht flüchten. Er wird zur Luke, hundertprozentig. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Also ich kann ihn so oft schnitzen, wie ich will. Er stirbt einfach nicht. Jetzt muss ich ihn halt... Scheiß drauf. Hier vorne ist sogar der Haken. Nee, das Ding ist nur für den Typen hier. Das ist ja das Problem. Und die haben ja keine Energie oder so. Also ich hab den jetzt zwei, dreimal... Ja, sind einmal tot. Tschüss! Und wir gewonnen. Aber ich habe halt dieses Ritual nicht gekriegt. Das verstehe ich halt leider nicht. Warum auch immer. Das ist mein zweiter Sieg. Ich brauche 3 Siege, Leute. Dann kriege ich hier den dritten Püppel und dann bin ich in den Überlebensrang höher. Was haben wir denn an Punkte gekriegt? Ja, nicht viel, wa? Doch, hä? Was? Ich habe irgendwas abgeschlossen. Achso, hier ist mein Bonus noch. Zeig mal, sieht man den Bonus irgendwo? Nö. Okay, wir gehen mal auf Update. Nee, das gilt halt wie gesagt auch nur hier. Ich kann es nochmal zeigen. Töte mit deinen eigenen Händen einen Überlebenden als der Fallensteller. Der Fallensteller, das sind wir gewesen. Aber mit meinen eigenen Händen, das verstehe ich nicht. Leute, hilft mir mit meinen eigenen Händen. Ich habe ihm 4-mal mit der Machete eine gegeben und er ist nicht gestorben. Heißt mit meinen eigenen Händen vielleicht mit der Falle? Aber da kriegen die, glaube ich, auch keinen Schaden. Da hängen die einfach nur in der Falle fest. Ich verstehe das nicht. Wenn ihr das versteht, dann helft mir bitte. Bitte danke. Die Frage ist, leveln wir den jetzt weiter, aber den spiele ich eigentlich echt am liebsten gerade. Wir können nochmal... Ja doch, wir spielen den. Opfergabe habe ich. Opferkategorie. Wir wissen es doch selbst nicht. Ja, kann ja sein, dass einer weiß. Ja, ausbluten lassen habe ich auch schon probiert. Hat auch nicht funktioniert. Leider. Ja, komm, wir leveln den jetzt noch ein bisschen an 16.000 Punkte. Das dürfte eigentlich die nächste Runde hier fertig machen. Verringert. Müssen wir dann nochmal durchlesen, wo ich kann immer nur 2 auswählen. Halt, Geheimkiste, ich gibt mir was Schönes. Seltenes Add-on. Das sieht nach Leben aus. Verringert deutlich die Einsatz, was Einstellzeit der Bärenfalle. Vor allem deutlich. Nicht mehr leicht, sondern deutlich. Er wird gleich... Schwierig, weil das macht nur die Zeit runter, die ich brauche, um die hinzulegen. Und das hier ist aber... sag mal, Schwierigkeit, aus Bärenfallen zu entkommen. Also sind da die Gegner gemeint oder bin ich da gedacht? Komm, wir nehmen einfach das selten, ne? Ach, ich kann ja auch beide nehmen. Okay, wir gucken mal weiter. Was gibt's noch? Ja,
die scheiß Handschuhe habe ich schon, die habe ich auch schon. Ist doch kacke. Dein kraftvoller Griff. Es sind die kleinen Dinge. Vielen Dank fürs Follow. Follow, ich will mal sagen, aber vielen Dank fürs Follow. Fürs Follow natürlich. So, dein kraftvoller Griff in den Überleben macht es nahezu unmöglich zu entkommen. Die Wirksamkeit verringert 25%. Die Zeit, um deinen Griff zu befreien. Boah, das ist auch richtig gut. Okay, das können wir dann nächste Runde holen. Also das hier ist auf jeden Fall sehr gut. Leider nicht genug Punkte, aber das, dann können die sich so schnell entkommen. Auch ich hätte die ganze Zeit eine Lobby suchen können, wo ich das mache. Naja. Gucken wir mal wieder im Chat hier. Moin Leute, was geht bei euch? Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch! Peter, vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Cosplay-Bande. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch! Die Frage. Vielen Dank, David, für dein Follow. Die Frage ist echt gut. Es sind die kleinen Nerdy, Dinge. Einen schönen warum Tag Killer noch. Immer Anglerhosen anhaben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie praktisch sind. Ja, weil es da kann man einfach... Ich weiß warum. Dinge. Einen schönen Tag noch! So, Overtwine, vielen Dank für dein Follow. Die haben die an, weil... Genau, einfach zu säubern. Weil du kannst ja einfach, die sind ja wasserdicht. Wenn du da Blut dran hast, dann machst du einfach mit dem Gartenschlauch wieder ab. Ich kenne mich da aus. Ich krieg wieder keine, Dingens. Ja, genau, außerdem sind die alles Angler. Weil es war nicht immer der Gärtner, auch der Angler war es. Okay, ich würde gerne Überlebende finden, aber irgendwie ist die Lobby noch leer. Der Fallensteller. Ich muss sagen, den mit der Kettensäge, den spiele ich eigentlich nicht so oft, weil... Ach ja. Ja, von Jogginghosen haben viele. Der ist auch gut. Warum die... Immer Anglerhosen tragen, von Jogginghosen haben viele keine Angst. Ich sag doch, der Clown kommt aus dir raus. Ja, ab und zu ist es echt schlimm. Ich habe immer so meine 5 Minuten. Aber ich finde gerade keine Gegner und das finde ich echt scheiße. Nochmal schließen. Das Ding ist, ich kann mir halt vorstellen, dass tausende Leute gerne den Mörder spielen wollen. Ritual. Ich will das jetzt unbedingt wissen. Nicht mal wegen den 8500 Punkten. Die habe ich in einer Runde. Boah, ich brauche diesen Killer-Rang, Alter. Einen noch. Wenn ich es einmal noch gewinne. Nee, Mann. Ihr denkt alle nicht mit. Weil, wozu brauche ich mehrere Anglerhosen? Ja, eine wäscht sich super leicht ab. Ich habe noch so eine mit Perlglanz, Teflon und so, weißt du? Er hält das Blut gar nicht erst. So, jetzt erklärt mir doch das mal mit den eigenen Händen. Das verstehe ich einfach nicht. Und das geht, glaube ich, auch nicht weg, bevor ich das nicht geschafft habe. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Isa, Sepp, vielen Dank für dein Follow. Und willkommen in der Cosplay-Bande. Vielleicht weißt du ja, wie ich den mit eigenen Händen töten kann. Mit einem Fallensteller mit eigenen Händen. Ich kann mir nur vorstellen... Lack und Leder. Nein, nicht verwechseln. Aber vielleicht, ja gut, vielleicht eine andere Farbe. Das Ding ist vielleicht mit den Fallen, aber mit den Fallen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit eigenen Händen. Es gibt doch nur die Haken, oder? Das lässt mir echt keine Ruhe. Ich kann, glaube ich, heute die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nicht weiß, was das ist. Das ist eigentlich die Uhr. Okay. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank für dein Follow. Bubi, der Boss. Ey, der Boss. Das ist Kolle, der Boss. So. Kann man die auch ohne Machete schlagen? Nee, kann man leider nicht. Alter, jetzt geht's aber zu weit. Ob ich Peitsche zu Hause hab, das verrate ich hier bestimmt nicht. Okay, da! Da! Guck mal, der ist 19. Der hat, glaube ich, schon gewonnen. Also umso niedriger man... Also hier, wenn ich jetzt 3 kriege, sinke ich, glaube ich, auf 19. Mein Überlebensrang. Und 20 ist halt Standard. Oh, drückt mal alle bereit, komm.
Das heißt, du musst alle drei töten und den letzten kannst du so killen. Hä, das habe ich doch gerade versucht, das ging nicht. Es waren alle tot und den letzten, auf den habe ich dreimal oder viermal mit der Machete eingeschlagen und es ging nicht. Ich musste den anhängen, der hing auch in der Falle drin, der verliert kein Leben. Ach, jetzt ist wieder einer abgesprungen. Mit einem Perk? Was denn für ein Perk, Alter? Jetzt machst du mich neugierig. Du weißt das also? Erklär mal, was für ein Perk? Dass ich dir auch, ja, erklär mal. Voll gut, wenn du das weißt und da helfen kannst. Echt dir auf jeden Fall sehr dankbar. Okay, die Runde müssen wir gewinnen, Leute. Ich muss mich jetzt anstrengen. Okay, die haben schon mal einen Bonus. Ah, nee, das ist ja meine Opferkategorie. Ich bin Killerrang 13. Alter, du Typ. Ja, aber was denn für ein Perk? Wie heißt denn der? Und wie krieg ich den? Mit welchem Level? Das ist mir wichtig. Ich will das schaffen. Bist du auch so ein guter Killer wie ich? Ich hab doch auf den eingeschlagen. Der hing in der Bärenfalle und ich konnte einmal auf ihn einschlagen. Er hat aber keine Energie verloren. Aber wenn da heißt, wenn du sagst, mit einem Perk, gibt's da einen Perk, dass ich die mit eigenen Händen killen kann, oder was? Ich habe hier voll die grünen Ränder und so heute. Das ist echt schlecht ausgekiet heute. Aber musste schnell gehen. Ja, Stufe 6, Alter, so weit bin ich noch lange nicht. So, Leute, ich komme. Jetzt hängt's. Da hängt's kurz. Da hinten treibt ihr euch rum. Hartnäckig hier hinten. Da ist einer. Hier ist es noch einer. Den krieg ich. Ist der so dämlich oder tut der nur so? Hier rennen sie alle, ey, wie die aufgescheuchten Hühner. Komm, den hier, den Verletzten kriegen wir hier. Ja, ja, ja. Komm zu Daddy, Motherfucker. Aha. Nicht hinkommen, du kannst nicht hinkommen, du kannst mir nicht hinkommen. Wo ist denn der Haken? Hier hinten haben wir. Das Ding hat einen Haken, die Sache hat einen Haken wie Nike. Der geht aber schnell runter, weil er kämpft. Da ist einer. Verarschen. Ich war doch hier gerade noch, der Drecksack. Aber hier hinten ist eh kacke, weil hier habe ich keinen Haken mehr. Der kommt eh wieder. Die kehren immer zum Tatort zurück. Hier vorne also. Jetzt hat er mich von dem anderen da weggelockt, aber einen habe ich schon mal. Ich muss die scheiß Runde gewinnen, ey. Wenigstens einmal anhitten, der. Ganz cool. Brauch Hinweis, wo seid ihr? Weil die Map ist auch so riesig, Alter.
Wo sind die? Es sind nur noch zwei, die sind noch zu dritt. Aber die rennen meistens zusammen rum. Scheiße, die Runde verliere ich. Ist immer so. Ja, wieso sind die denn schon wieder so schnell weg? Und warum sehe ich nicht, wo die hin sind? Auch ich spiele auch Überlebende, aber halt Killer halt gerne. Also lieber. Wo denn? So scheiße. Da kommt Muck und ich habe nicht mal einen gesehen. Aber ich sehe, wo er lang gerannt ist. Ach, Kacke da. Noch ein Generator, das schaffen die locker. Fuck. Verliere ich wieder so einen scheiß Killer-Rang. Ey, wenn du schon Rang 13 bist da, dann gib mir mal Tipps. Doch da hinten. Komm, jetzt noch einen killen für die Punkte. Es sind die kleinen Dinge. Vielen Dank fürs Follow, Max. Ich hab ihn gesehen. Was, ich hab den noch. Die Scheiße ist. Da, ich hab ihn schon. Ich hab die ganze Zeit Schrauben hören. Oh, what? Können wir dem Typen helfen? Ne, da ist er. Oh nein, ich krieg die nicht, ich bin so scheiße. Kannst dich erstmal selber heilen. Ah, sie hilft ihm. So nicht, Alter, so nicht. What? Wieso? Die hat sich auch wieder geheilt, oder was? Versuch mir echt zu verarschen. Hab's. Mein Ausgang ist doch schon offen, Alter. So, die hänge ich jetzt mit Absicht auf, weil die den anderen helfen wollte. Der andere verblutet vielleicht. Stirbt er jetzt so, Miststück.
Vielleicht ist ja wirklich einer so doof. Und will ja helfen wegen Punkten. Aber der Ausgang ist doch schon offen, oder? Ist hier noch eine Falle in der Nähe? Ist weit weg, die Falle da. Der andere kraucht da auch noch rum. Er wird auf jeden Fall verbluten, obwohl die stirbt erstmal. Scheißvieh. So. Alter, es ist nur noch einer. Aber der steht bestimmt beim Ausgang, der will mich mobben. Ja, der ist rausgegangen. Scheiße. Naja. So, jetzt habe ich noch den, der da kriecht. Aber den kriege ich ja nicht per eigene Hand, wenn du sagst, dass der, okay, weg ist er. Vor allem, anstatt dem Kriechenden noch geholfen hätte. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo der ist. Der war ja irgendwo beim Haus, hier oben. Hier irgendwo liegt er. Weggekrochen. Vielleicht kriegt der richtige Ausgang. Okay, er ist aber tot. Naja, aber es wird mir als Sieg angerechnet. Oder wie? Was? Scheiße, ich wird wieder eins abgezogen. Eins oder alle? Eins. Och, kacke. 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 7000 Punkte. Punkte habe ich. Jetzt will ich noch wissen, welches Perk das ist. Das finde ich echt geil, wie das nehmen wir. Eiserner Griff. Ja, komm, haben wir das Level auch voll. Zerkratzte Münze. Zusatz. Ah, okay. Ja, gut. Da haben wir nicht so viele. Verstört. Das kostet schon 8000. Ach ja, okay. Durch furchteinflößende Erscheinungen fällt auf übernatürlich langer Strecke ins Auge. Dein Terrorradius erhöht sich um verdiene 5% mehr Blut. Okay. Das mit dem heftigen Bluten, das habe ich gar nicht hier bei dem, wa? Ist schon ein bisschen kacke. Wir haben noch 3000, eins können wir noch kaufen. Heftiges Bluten. Heftiges Bluten war hier eine Add-on, wa? Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Zocker Einhorn, vielen Dank für dein Follow. So, Leute, ihr müsst mir jetzt aber mal 2 Minuten geben. Ich muss mal für kleine Crossplays und bin gleich wieder da. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch.
Da ist er wieder. So, Freunde der Sonne. Hätte ich eigentlich in der Zeit schon mal Lobby erstellen können, das dauert eh wieder ewig. Oder machen wir jetzt? Komm, wir machen ein schnelles Spiel. Ich spiele halt auch mal als Überlebender, Hauptsache Punkte. Er ist gerade für kleine Mädchen. Jetzt reicht's aber. Okay, pass auf. Zurück. Schnelles Spiel. Hast du das Becken getroffen? Warum macht das eigentlich immer... Wenn ich schnelles Spiel mache, ja, warum muss ich da noch einer Lobby beitreten? Das verstehe ich nicht. Zeigt mir das dann, dass ich auf jeden Fall nicht der Killer bin, oder was? Weil alle Killer sein wollen. Misslungen! Misslungen! Und dreimal! Alter! Schon wieder Mobbing vom Feinsten. Ach stimmt, hier helfen und so. Konnte nicht mal Addon auswählen. Nö, ich finde Killer eigentlich besser. Achim fragt, warum er nicht in den Chat schreiben kann. Ich sehe aber, dass du in den Chat schreibst. Oder sehe nur ich das? Schluck, du Luder. Was? So, dann spielen wir mal hier. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. KlimmVX, vielen Dank für dein Follow. So, komm, Diggi, wir holen uns den ersten Generator. Hier alle hin. Der erste rennt schon wieder dran vorbei. Ach, so ein scheiß Noob. Och. Er kommt aber nicht. Boah, wow, perfekt. Sollte viel mehr Punkte geben. Er hat einen Aufgang. Das ist jetzt das perfekte Dings für mich, ey. Wo riskiere ich das? Es gibt extrem viel mehr Punkte, das mache ich jetzt. Fuck! Oh, da ist er schon. Der Bart. Wieso hat der Trottel jetzt gewartet? Okay, macht's gleich kaputt. Ich bin halt verletzt, das ist die Scheiße. Ich kann mich zwar selber heilen, aber ich muss erstmal entkommen. Also der Haken ist weg. Na, der ist so schlau wie ich und hat da eine Falle hingelegt. Ja, komm, scheiß auf die anderen. Lass mal Generatoren holen. Ist das wenigstens einer, der es kann? Wenn sich immer das Ding explodieren lässt. Was, was wollt ihr gucken? Halt, der bei mir ist? Ne, der ist... Okay, hat sich im Keller gehangen. Und wird jetzt sicher gleich kommen.
brauchen nicht. Ah, er legt da eine Falle hin. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Dank, Tag noch. Jetzt hat er den anderen auch noch. Alles klar, wisst ihr, was ich mache? Ich schau mal auf die Suche nach der Luke. Da hängt die alle im Keller, Alter. Suchen wir uns mal die Luke. Weil drei Generatoren ist schon echt heftig. Da hole ich mir lieber die Luke. In dem Keller, der wartet nur darauf, dass ich den rette. Da hinten war er, ich habe ihn gesehen. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank für dein Follow. Aber wo ist jetzt... Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Dank, Tag noch. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Jetzt echt hier runter. Kacke, Kacke, Kacke. Und von hier unten kannst du gar nicht entkommen. Es sind die Kleinen. Oh nein! Ja, jetzt hat er mich auf jeden Fall, Alter. Hier noch drüber steigt, wie eine Pussy! Pussy! Er kann mich nicht aufheben, oder was? Hä? Hier jetzt die Falle da extra wieder aufstellt. Moment, ich muss gucken. Ich muss auf jeden Fall weg von den Haken, aber die sind ja schon im Keller. Das ist Fail. Es wäre cool, wenn man jetzt bis zur... Luke klettern könnte, krabbeln könnte. Er hält mich doch auf jetzt. Ich glaube, er hat den Bug, er kann mich nicht aufheben. Och man, das dauert jetzt wieder ewig. Vielleicht kann ich mir... Vielleicht habe ich jetzt Zeit, die Luke zu suchen. Aber wer weiß, wo die ist. Die kann ja auch am anderen Ende der Map sein. Mann, die hat auch einen Sandy-Koffer dabei. Wann hat die den benutzt? Ach, heb mich doch wenigstens auf. Da kann ich mich freiwickeln. Hebt er mich nicht auf? Das geht mir gerade auf den Sack. Die Luke wäre cool, aber... Das finde ich, haben sie ein bisschen blöd gemacht, weil du als Letzter kannst du ja, ja... Dümpelst du dann rum. Ich überlege gerade, wo auf der Map die anderen Häuser sind. Es wäre voll lustig, wenn ich jetzt so noch in die Luke könnte, aber das geht glaube ich nicht.
Ja, das ging dem genauso auf den Sack, das kann ich mir vorstellen. Das wäre echt lustig gewesen, hätte ich die jetzt gefunden. Regi, das geht nicht. Hier, ich kann es ja auch nicht, kannst ja auch nicht anwählen. Es sind die kleinen Dinge. Ein schöner Follow Boy, vielen Dank für dein Follow. Das müsste ja auch dastehen. Schade. Und der hat bestimmt den Bug, dass er mich nicht aufheben kann. Hallo Ringer. Ringer kenne ich auch noch. Keine Luke. Ich suche die Luke. Ja, jetzt stirb doch endlich. Tja, beim Scheiß-Team kann man nicht gewinnen. Ach, Mann. Verlassen.